So, liebe Freunde, herzlich willkommen zur nächsten Folge hier von Planet Coaster. Wir gucken gerade, was hier noch so alles gibt. Schädelfelsen, aha. Antriebsschubdüse, wie sieht denn das aus? Naja, das ist, glaube ich, eher so Science-Fiction-Kram. Brunnenspritzer. Explosion, Sci-Fi, Dampfstrahl. Wie wär's mit Feuer? Feuer wäre doch mal nicht schlecht, oder? Wenn man hier so ein bisschen Feuer hinmacht. Neben das Fass, das explodiert. Oder hier so drunter. So, hey, hier brennt's. So, warum nicht, ne? Bis sie brennen, schadet nicht. So, was können wir noch machen? Ringförmiger Wasserspritzer groß, den kann man ja hier unten mal irgendwo hinpacken, ne? Ja, den kann man, das ist was, was wir hier unten irgendwo hinpacken können, glaube ich. Gar nicht so unbedingt an die Bahn ran, sondern vielleicht hier hin. Oder? Ne, das muss eigentlich irgendwo hin, wo viele Leute sind, wo viel Betrieb ist. Also eher so hier in die Ecke eigentlich. Guck mal hier. Zack. Hey, nice. Hat doch voll was. So, dann kriegen wir hier noch ein paar Bäumchen. Y brauchen wir wieder. Ne, nicht Y, sondern Shift. So, jetzt langsam. Langsam kriege ich die Steuerung hin. Ganz, ganz langsam. Da ist hier ein bisschen grün drumherum. Huch. Nein, nein, nein. Nein, ist gut. Jetzt brauchen wir Y. In dem Baum so ein bisschen. Strandbusch. Aha. Aha. Wollen wir mal dahin? Wächst zwar ein bisschen rein, aber es macht ja nichts. So, dann kommt hier noch ein Felsen hin. Achso, wir müssen ja eh hier noch die Warteschlange ein bisschen aufhübschen. Mit einem Felsen. Warum nicht, ne? Klopp. Noch so ein Wachmann daneben hin. Chief Beef Statue. Aha, aha, aha. Wahlknochentorbogen. Laternen. Ui. Hübsch. Winkelausrichtung lassen wir gerade mal sein. Das muss jetzt genau passen. Zack. Ja, das sieht doch. Das sieht doch aus. So, wütender, schießender Pirat. Den stellen wir da hin, dann kriegen die Angst. So. Tang. Wo machen wir den Tang hin? Pass auf. Geht das? Geht das so? Also wenn das gehen würde, ne? Ihr seid schon klein gefimmel. Ah, es sieht doch aus. Hängt hier ein bisschen Tang. Hier auch nochmal ein bisschen Tang. Tangiert mich nicht so sehr, ehrlich gesagt. Zack, hängt hier ein bisschen Tang. Oh, es hat doch was. Ein Sumpf. Ach du Scheiße. Okay, der ist ein bisschen größer als gedacht. Nö, den brauchen wir jetzt nicht. Was können wir noch machen? Ja, hier so Wassergedöns geht immer. Das war ein bisschen zu einfach, ehrlich gesagt. Hier vielleicht nochmal so Seile hin. Kann ja auch machen, ne? Hier so einmal. Ich drücke die ganze Zeit die falsche Taste. Ich komme immer nicht auf Y. Oh, ist hier und da so. Runde Laterne. Oh. Sehr romantisch. Die können wir doch jetzt bestimmt hier auch irgendwie draufstellen, oder? Sieht doch aus wie gewollt. Zack. Und mir eine Laterne in der Ecke. Ich
Hier vorne dann von mir aus auch nochmal. Zack. Hey, es hat doch was. Das ist auch Stil. So, ein Ruderboot. Warum nicht? Ein Ruderboot. Zack. Hab dann ein Ruderboot. So. Piratenkapelle. Kommt hier noch eine Piratenkapelle hin? Weil, warum nicht? Streng genommen müsste das ja hier auch Gehalt kosten, ne? Ist euch schon klar, aber... Na gut. Ups, was war denn das jetzt? Sah gerade voll komisch aus. Ja, Mischek stelle ich mir jetzt hier nicht hin. Das ist ein Quatsch. Eine Leiter? Meinst du, das ist jetzt so spannend? Okay. Ich stelle mir eine Leiter hin. Dann eine Holzplanke. Toll, ne? Ach, der marschiert. Ah ja, cool. Kanone ballert, das wollen wir nicht. Stellen wir hier einfach nur noch so ein Holzfass hin. Dann können die auch eigentlich nicht mehr jammern. So ein Holzzaun. Aha. So. Machen wir es so. Und das hier, das sieht ja allgemein recht hübsch aus, ne? Stell ich denn das hin? Stell mal hier hin. Zack. So, jetzt frage ich mich. Jetzt frage ich mich. Die wartet. Oh, 64%. Ey, nice. Und dabei haben wir echt schon viel gemacht, ne? Also bis da die Warteschlange mal wirklich richtig positiv ist, da muss man ja unglaublich viel machen. So, wo ist der Eingang? Der ist hier, oder wie? Sehe ich das richtig? Ach ja, man geht hier außen rum und kommt dann da rein. Und dann ist das wieder Ausgang, oder wie? Wie darf ich das verstehen? Da. Okay, ich verstehe. Dann ist das der Ausgang. Hier ist dann der Eingang dementsprechend. Die machen wir jetzt natürlich auch nochmal ein bisschen was für die Szenerie. Ist doch wohl klar. Requisiten, Natur, Spezialeffekte, Wegextras. Machen wir mal Wegextras. Toll. Wow. Das ist ja toll. Sekunde ganz kurz. So, dann müssen wir gleich runtergehen, essen. Das ist nämlich wichtig. Ich glaube, das hier, ja, das ist wieder das Ding. Wo ist denn der, wo war denn das? Wo war denn das? Hier ist der, der Wache geht. Den brauchen wir jetzt gerade mal. Der soll ich mal salutieren. So, pass auf, machen wir es so. Ja, das kann man so lassen. Stellen wir hier noch einen hin, der es macht. Zack. Okay, haben wir hier ein paar Wachposten. Lagerfeuer kann man hier noch hinstellen. So. Dann hier noch so eine Lichterkette. Die finde ich allgemein sehr, sehr hübsch, muss ich sagen. Ich gehe ein bisschen in den Boden, damit die Leute auch was davon haben. Zack. Oh, ist doch hübsch. Ich meine, wir haben hier noch gar keine zum Glück. Na gut. So, was kann man hier noch hin machen? Den Lagerplatz. Ganz versteckt. Ganz versteckter Lagerplatz. Das hat echt was. Problem ist nur, hier ist alles nicht breit genug. Als dass der hier hinpassen würde. Wir machen trotzdem mal hin. Ja, es sieht jetzt halt sehr, sehr seltsam aus, weil der so halb schwebt. Aber macht ja nichts. So, hier kommt man rein. Okay, dann brauchen wir hier natürlich auch nochmal ein Müllfass. Weil sonst wird hier alles vollgemüllt. Obwohl, was ist das denn? Fassmülltonne. Oh, wir haben schon eine. Krass. So, was haben wir hier? Fassrollbahn. Uiui. Ui. Ui. Toll. Jetzt braucht man so einen Kack. Was ist das denn für ein Quatsch?
das hier so macht. Ajo, warum nicht? Kostet ja nur ein Huni. Ne, der Monarch, man merkt schon. Reichtum tut einem nicht gut. So, was haben wir hier? Ein Kran. Machen wir den hier noch hin. Machen wir den hier noch hin. Weiß vielleicht, ob das hier toll ist. Ich denke eher nicht, aber es macht ja nichts. So, ich würde sagen, wir hauen jetzt hier nochmal Leute rein. Teacups 2 ist so teuer. Psychola ist so teuer. Bei Cosmic sieht es voll aus. Aha. Ich guck gerade mal. Nicht, dass die uns hier weggehen, weil es zu teuer ist. Psychola, naja, wird immer noch gut besucht. Auch wenn es teuer ist. Qualität hat seinen Preis, ne? Das hier wird nicht ganz so gut besucht, aber immer noch gut genug. Solange wir hier nicht ernsthafte Probleme haben, reicht mir das völlig. Und ich würde sagen... Hooray! Die Bahn ist geöffnet! Für jedermann. 5 Wagen pro Zug, da können wir ruhig 5 draus machen. Oder wie? Aha. Voll besetzt fahren wir nur. Wartezeit ist nicht so lang. So. Und dann ist das Ding hier offen. Mal gucken, ob jemand hinkommt, ob sich jemand traut. Müssen wir mal gucken. Wir müssen eigentlich nochmal ein paar Fackeln hinmachen, ne? Wo sind diese Fackeln? Fackeln, 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 Fackeln. Nicht die Laternen, nicht die Schädeldinger. Ich sehe sie nicht. Toll. Requisiten, hier sind sie. Bambusfackeln. Oh Mann. Ich bin zu blöd einfach nur. Hier stellen wir mal eine hin. So. Greg. Okay. Und stellen wir hier eine hin. Und dann auch da. Und dann sind wir ja schon da. Und ich bin mal gespannt, ob die Bahn angenommen wird. Jetzt müssen die Leute natürlich erstmal erfahren, dass es sie gibt. Aber ich glaube, es wird ein Renner werden. Und ob es denn so ist, ob es denn so sein wird, sehen wir dann in der nächsten Folge von Planet Coaster. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal hier bei diesem Let's Play. Achso, was ich noch machen wollte, bevor ich das jetzt vergesse, ich wollte ja hier noch Personal einstellen. Und zwar Captain Eisenkiefer soll hier vor Wache halten. Zack. So sieht's aus. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Hier bei Planet Coaster. Ich glaube, der erste ist schon unterwegs, oder? Teacups. Wild Blue. Aha. Das Ding hier müssen wir mal umbenennen. Ist jetzt nicht mehr Incomplete Coaster. Es ist jetzt, die kotzende Karosserie. Das ist doch toll. Okay, dann nochmal Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, dann kommen ein paar Leute und wollen hier mal mitfahren. Und dann sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Also, bis dorthin, liebe Grüße, euer Frittenfriseur. Ciao.